that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Hallo Alex. Hallo David. Schön, dich endlich mal live zu sehen. Stimmt, es ist mal ein ganz anderes Element. Komisch, sonst redet man irgendwie mit PCs, Kameras oder sonst irgendwas. Deswegen, es ist eine neue Form, eine neue Art, ein neues Zeitalter in unserem Podcast hat angefangen. Da stellt sich mir die Frage, entwickeln wir uns zurück oder entwickeln wir uns weiter? Ja, die Frage klären wir, glaube ich, in den halben, dreiviertel Stunde, Stunde in der Zeit, wo wir hier, glaube ich, unterwegs sind. Richtig. So, also ihr da draußen, herzlich willkommen zum Betriebstagebuch. Podcast mit David und Alex. Wir sind, wie ihr merkt, in einer neuen Form. Ja, wir hocken uns das erste Mal gegenüber und dürfen jetzt miteinander reden. Ja. Aber es ist nicht nur das, sondern wir sind in Mannheim. Genau. Und zwar in der Berufsschule. War viel schlimmer. Heinrich Lanz. Und wir sind nicht alleine. Wie sonst? Genau. Um euch ganz kurz zu beweisen, dass wir nicht alleine seid. Das ist der Teil, wo ihr jetzt applaudieren dürft. Richtig. Werden wir genau immer wieder diese Punkte haben und uns darüber unterhalten. Und wir sind in der Berufsschule, das heißt auch die Berufsschule ist genau das Thema. Richtig. Ja, das heißt, wir beschäftigen uns heute mit Ausbildung. Ausbildung. Ja. Ausbildung. Ein sehr interessantes Thema, denn auch du und ich, wir haben eine Ausbildung genießen dürfen. Und da stellt sich mir direkt die Frage, wie war denn deine Ausbildung, Alex? Tja, warum lache ich so? Ich muss ehrlich sein, meine Ausbildung war richtig, richtig beschissen am Anfang. Um da mal ganz ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich in dieser Ausbildung drinne bin. Aber danke Mike Udicek, danke an deine, wirklich an deine Geduld mit mir. Aber meine Ausbildung hat sich echt entwickelt. Und zwar hat sie sich mit mir entwickelt, weil ich einfach viel über mich gelernt habe. Das ist eigentlich der ganz große Punkt, weil ich gemerkt habe, am Anfang Menschen, Massen sind echt beängstigend, ja, zu lernen, Verantwortung zu übernehmen in meiner Schicht für so viele Menschen, wie das überhaupt machbar ist. Und auf der anderen Seite immer wieder diesen Blick vorauszunehmen, ich muss irgendeine beschissene Prüfung schreiben, ja, die ich nicht verstehe, die ich nicht irgendwie auch nicht akzeptiere, ja, weil einfach Dinge dabei sind, die ich für mich nicht sehe, dass das unbedingt nötig ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Startschuss in mein Leben gewesen, was einfach der absolute Wahnsinn ist, was der absolute Hammer ist und ich genieße es, ja, und ich liebe diesen Job und ich habe ihn nicht nur in der Ausbildung genossen oder lieben gelernt, sondern auch dann in dem Weg als Fachangestellter. Und meine Ausbildung so war lustig, entspannt, beschissen, aber mit so viel Emotionen auch dabei, dass ich es einfach nur jedem zuteil werden lassen kann, sowas mitzuerleben. Ich denke, wir müssen da unterscheiden zwischen der beruflichen Ausbildung, das Klassische, was man in der Schule lernt oder vom Ausbilder gelernt bekommt, und das, was mit dir als Person passiert, weil du wächst ja quasi in diese Herausforderung rein. Du musst mit dieser Herausforderung an dir selber wachsen, damit du später auch das sein kannst, was du wiederum in der Schule lernst. Das fand ich ganz spannend in meiner Zeit. Ja, deswegen, gehen wir mal den Übertrag. Wie war deine Ausbildung? Anders. Man muss dazu sagen, ich kam von der Bundeswehr, vom Grundwehrdienst, in diesen Job. In ein kleines Hallenbad in einer großen Kommune. Und nach einer Woche dachte ich mir, ich kann nicht den ganzen Tag hier rumsitzen. Das geht überhaupt nicht. Dann habe ich angefangen in der Technik. Dann habe ich die Umkleideschränke repariert, die Graffitis entfernt. Ich habe mich irgendwie beschäftigt, immer mehr in der Technik. Das ging so weit, dass mein Ausbilder gesagt hat, im zweiten Lehrjahr, du kommst jetzt zu die Techniker. Und da war ich dann die zweiten zwei Jahre und habe eigentlich mehr über Schwimmbad gelernt als jeder andere überhaupt.
Davon habe ich meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer wieder profitieren können. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch heute ein Technikfreak. Mhm. Nicht nur Schwimmbad-Nerd, so wie du, sondern Technik-Nerd und ich liebe es einfach. Ich denke, das sollte jeder in seiner Ausbildung genießen müssen. Ein Jahr in der Technik sein. Ist das auch so? Vollgas. Also ich glaube, das ist heute gleich auch das Thema hier im Podcast, das werden wir sehr heftig beäugen, was die Ausbildung aktuell bietet oder auch nicht bietet. Ja. Und aber eine Frage interessiert mich nochmal. Was ist das Schönste, was du in deiner Ausbildung erlebt hast? Die Emotion, zwischen 7000 Menschen zu stehen und eine wichtige Rolle zu übernehmen. Das war das, was mich imponiert hat. Das war so dieser Schalter, dieser Moment, wo ich gesagt habe, ey, das ist es. Genau das ist es. Wir hatten einen Sommer, so einen Jahrhundertsommer, ja, und dieses Freibad, das war so brechend voll. Aber ich stand da mittendrin und dachte mir, oh geil, was willst du mehr? Ja. Das war mein Moment, mein Erlebnis. Gab es das bei dir auch? Also mein größtes Erlebnis überhaupt war, bei mir waren es nicht ganz so viele, es waren 5000 Menschen. Und Song. Ja, Entschuldigung, es tut mir leid, es sind weniger gewesen. Nein, aber mein größter Moment war in der Hinsicht, es waren 5000 Menschen da und es kam eine Familie auf mich zu, ja, und da eine Mutter auf mich zu, die eben mich gefragt hat, ich soll ihr helfen, im Endeffekt ihren Sohn zu suchen. Ja, weil einfach verschütt gegangen, was ja eigentlich leider in regelmäßigen Abständen passiert, weil die einfach Aufsichtspflicht immer wieder verletzt wird. Aber da kam das erste Mal mir Gefühl hoch, wo ich gesagt habe, ich werde wirklich gebraucht. Ich werde gebraucht hier. Ja, es ist nicht nur einfach Beckenrand, es ist nicht nur dieses ständige, täglich grüßt das Murmeltier, ich gucke aufs Becken und mache nichts, sondern ich werde wirklich gebraucht und das Ganze hier haben hat wirklich einen Sinn. Und das war ein Schlüsselmoment, wo ich echt gesagt habe, ja, auch diese Aufsicht hat einfach ihre Elemente, die einen auch glücklich machen können. Ja. Weißt du, was ich unheimlich spannend finde? Nicht nur, dass unsere Branche so eine breite Range hat, ja, von kleinem Bad bis hin zu riesen Erlebnisbad, sondern umso kleiner das Bad ist, umso mehr musst du alles können, ja, was das Berufsbild hergibt. Vollgas. Von Technik, Verwaltung und so weiter. Hingegen zum großen, freizeitorientierten Bad wird quasi der Teilbereich immer kleiner, aber die Intensität darin wird viel größer. Ja. Ja, und das bietet eigentlich so viele Möglichkeiten, für jeden Einzelnen sich darin irgendwo wiederzufinden oder auch mal zu sagen, ich probiere mal was anderes aus. Denn ich glaube, wenn du heutzutage einen Beruf machst, dann machst du das nicht mehr für 40 Jahre lang, so wie es früher mal war, ja. Ja, sondern du musst glaub, quasi alle 5 Jahre auch mal durchwechseln, um selber weiterzuwachsen, ja, um vielleicht dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, um den besser machen zu können. Dazu führt mir eine Frage an dich in der Hinsicht. Man hat die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe gemacht. Wir haben über Fachkräftemangel gesprochen, wir haben über so viele Themenbereiche gesprochen. Warum bist du dabei geblieben? Weil ich in dieser Branche so viel Potenzial noch sehe. Ich glaube, wir sind erst bei 10%. Mhm. Ja. Und was glaubst du, was hat die Ausbildung damit zu tun? Die Ausbildung hat damit Folgendes zu tun. Die Ausbildung ist dazu da, um gewisse Kenntnisse, Fähigkeiten, ja, abzuprüfen. Mhm. Ja, du kriegst hier so diesen Grundbaustein, ja, um dann wirklich auf die Menschheit losgelassen zu werden. Ja. Die Prüfung ist dann der Punkt, wo du es beweisen musst, ja, dass du auch dieses Zertifikat bekommst. Aber lernen tust du im Betrieb. Lernen tust du in der Praxis, lernen tust du eigentlich erst als FAB. Jetzt sind wir hier in Mannheim. Ja. Und genießen vor allen Dingen die Zeit mit ganz vielen angehenden Fachangestellten.
Wir merken, dass gerade diese Ausbildungsbranche, also das ist mein Eindruck in der Hinsicht, ja. Was ich echt so schlimm finde, ist gerade in diesem Bereich, es wird so viel gemeckert, ja, über Ausbildungsinhalte, über Ausbildung allgemein. Wie geht die Ausbildung weiter? Ist diese Ausbildung zeitgemäß? Ist diese Ausbildung überhaupt noch irgendwas wert, ja? Ich glaube, das ist heute wirklich ein Thema, was wir heute nochmal beäugen müssen, ja, und einfach auch mal unseren Statements dann dem Ganzen aufzudrücken, wo wir sehen, wie das weitergeht, ja. Dahingehend würde ich mal ganz gerne anfangen, einfach mal so ein bisschen zu erzählen, wie meine Meinung ist, wie eine Ausbildung, glaube ich, sein muss, ja, oder wie ich sie eigentlich für mich erlebt habe, wo ich gesagt habe, ja, das macht einen Unterschied, ja. Dahingehend, also, dadurch, dass diese Ausbildung irgendwo, glaube ich, in der Grundordnung wirklich krankt. Und wir haben ja schon mal über die Neuordnung auch gesprochen, aber wir haben alle gemerkt, dass sie 25 Jahre alt ist, ja. Und dieses Bild des Informatikstudenten, das habe ich schon ein paar Mal gebracht, ja. Und ich glaube, das kommt mir immer wieder neu, ja, dass es einfach nicht sein kann, dass wir Neuinhalte, die elementar sind, die einfach auch von Firmen kommen, die von Technik kommen, die von auch von der gesellschaftlichen Punkt kommen, sie nicht mit einbringen in die Ausbildung, ja, dass das nicht wachsen kann. Und das, glaube ich, auch ein großer Punkt ist, warum einfach viele dann irgendwann mal die Lust verlieren, weil es einfach in eine Sackgasse führt. Ja. Und ich glaube, dass wir einfach aufstehen müssen in der Hinsicht, diese Ausbildung und vor allen Dingen auch als Fachangestellte, Meister für Bäderbetriebe, für diese Branche zu kämpfen und in dieser Branche ein Stück weit einfach aber nicht nur zu meckern, sondern Neuvorschläge zu bringen und wirklich auch einen Teil von dieser Ausbildungsstruktur ein Stück weit einfach auch mitzuleben. Wie siehst du das? Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke, es beginnt immer damit, dass wir stolz auf das sind, was wir tun. Das ist der erste Schritt. Und dann entwickelt sich alles Weitere, wenn man den Mut hat, aufzustehen, um was zu bewegen. In seinem Tellerrand, aber vielleicht auch darüber hinaus. Ja, ich sehe eine große Gefahr darin, dass wir bei einer zum Beispiel Neuordnung uns mit Themen aufhalten, die das eigentliche Problem nicht lösen. Das sehe ich als ganz große Gefahr für unser Berufsbild und da sind wir alle miteinander irgendwo in der Pflicht, da auch was zu sagen. Nehmen wir das Beispiel 300 Meter Schwimmen. Wenn wir da jetzt 5 Jahre drüber streiten, ob 200, ob 300, ob es Sinn macht, ob es nicht Sinn macht, in welcher Form auch immer, vergessen wir vielleicht die Themen wie Digitalisierung, Gesunderhaltung, Ernährung. Wir vergessen die Themen, die unser Berufsbild von diesen 10% vielleicht auf 50% dessen bewegen, was möglich wäre. Ja, und deswegen kann man sich über Themen streiten, aber man muss dann irgendwo einen Punkt finden und sagen, so, wir entscheiden das jetzt, damit wir uns um die wichtigen Themen kümmern können, die dann auch wirklich für das Berufsbild wichtig sind. Was sind denn wichtige Themen? Also, was ich mir für mich entdeckt habe, ist einfach der Punkt, dass, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in der Technik was passieren muss. Was ich total schade finde, was einfach fehlt, ist handwerkliche Fähigkeiten. Wenn ich mir überlege, dass einfach, wenn eine Chlorgasleitung mal platzt im Großen und Ganzen oder einfach auch Kleinleitungen platzen, dass es keiner mehr schafft, eine Säge in die Hand zu nehmen, was abzuschneiden, mit Tangit einzuschmieren, einen Stöpsel dazwischen zu klemmen und dann wieder anzufahren. Also ich glaube einfach, wir müssen da, es klingt zwar jetzt irgendwie paradox, aber back to the roots in der Hinsicht, dass man Grundfertigkeiten des Handwerks wieder lernen, was definitiv dazugehört. Und davon bin ich fest davon überzeugt, dass einfach auch eine gewisse Elektrotechnik mittlerweile, die muss mit rein. Es muss klar sein, dass sie im Endeffekt Glühbirnen wechseln darf. Es muss klar sein, dass sie einen Schaltschrank öffnen darf. Es muss klar sein, dass ihre Fehlersuche-Analyse machen darf. Ohne dass sie im Großen und Ganzen immer mit einem Fuß gleich im Knast stehen, wenn irgendwas schief geht. Ja? Also, und ich glaube,
das ist das, was unsere Leute da draußen vor allen Dingen halt auch, die, die sich da Gedanken dazu machen, einfach da das mitnehmen. Wirklich schauen, hey, wenn man Neuordnung fassen, und da draußen sind viele, die sich genau darüber gerade Gedanken machen, fangt an, den Leuten so viel Handwerkszeug in die Hand zu geben, dass ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, ja, der ist, der im Bad einfach die Professionalität und den Hut auf hat, ja. Und wenn alles, was übergreifend ist, wenn ich sage, okay, ich mache mal kompletten Technikausbau, dass dann im Endeffekt Menschen dazukommen, alles gut. Wenn ich irgendwelche Heizungsleitungen irgendwas machen muss, dass ich dann bestimmend klar sage, pass auf, ich brauche einen Heizungsmonteur, aber der macht das und das und das und ich helfe ihm dabei und damit hat sich die Sache erledigt. Erstens, ich glaube, da spart man vor allem Geld, das ist genau der Punkt. Und das Zweite ist, die Wertigkeit des Berufes ist nochmal eine ganz andere. Auf jeden Fall. Wir sehen es in den anderen Berufen, wie zum Beispiel Abwassertechnik. Ja. Da ist es tatsächlich so, dass du nach dem zweiten Lehrjahr die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten machen musst, Perfekt. Um überhaupt ins dritte Lehrjahr zu kommen. Ich stelle mir dann immer die Frage, was unterscheidet denn eine Schwimmbadwasseraufbereitungsanlage von einem Klärwerk zum Beispiel? Also rein technisch gesehen, ja, wir können da jetzt einsteigen, wollen wir aber nicht. Dass es grundverschieden ist, aber warum muss der das können und warum wir nicht? Das habe ich noch nie verstanden. Ja. Und wenn wir jetzt aber sehen, wenn der Klärwärter, ja, der noch nicht mal Ausbildungsberuf hat, ja, oder der Abwassertechniker, wenn der ins Rathaus kommt und wenn der Meister für Bäderbetriebe, ich muss jetzt aufpassen, dass ich dann wieder den Bademeister nehme, wenn der ins Rathaus kommt, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, aber im Grunde machen wir alles Gleiche. Wir bereiten Wasser auf. Ja, und ich glaube, das ist unter anderem ein Thema, was wir hier in Mannheim auch besprechen, ist eben Imagebildung. Wer bildet Image? Wer ist dafür verantwortlich? Und wer schafft Raum dafür? Und ich glaube, das ist genau das, was an euch hier alle geht. Ihr habt sie alle im Hintergrund schon gehört. Ja, das sind die Fachangestellten für Bäderbetriebe, die einfach jetzt fertig werden. Ja, und wir haben heute vorhin auch darüber gesprochen, wie das ist im Großen und Ganzen. Wer bin ich? Was bin ich? Ja, und was verkörpere ich? Ja, und aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Ausbildung, wenn man den Ausbildungsberuf nochmal anguckt, es wird ganz viel auch über Prüfung diskutiert. Ja, wie siehst du denn gerade aktuell die Prüfung? Ja, schwierige Frage. Also du willst wahrscheinlich auf diesen praktischen Bereich hinaus und ich sehe den Fokus in der heutigen Zeit zu sehr auf das Thema Retten, Schwimmen bezogen. Also von der Inhaltsmenge. Mhm. Das fehlt dir dann natürlich bei den anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Technik. Ja. Ja? Und wenn ich mir überlege, dass ich quasi einmal in 10 Jahren eine Wasserrettung habe, also ich muss es können, ich muss es beherrschen, ich muss es ja im Betrieb auch nachweisen können. Das ist vollkommen wichtig und nicht falsch verstehen. Aber wie oft habe ich denn Pumpenausfall? Wie oft muss ich einen Schütz wechseln? Wie oft brauche ich eigentlich heutzutage einen Elektriker, weil eine Birne kaputt immer funktioniert? Ja, und das sind so Themen, die brauchen für mich einfach mehr Fokus, die brauchen mehr Lobby, auch von seitens der Gremien, die ja jetzt auch in diesem Neuordnungsprozess starten, in dieser Voruntersuchung. Aber da sind wir nur im Bereich Technik. Überlegen wir uns doch mal, was macht denn ein Schwimmbad, betriebswirtschaftlich, effektiv, bezahlt. Was sind denn die Bereiche? Ist es die Wasserrettung? Nee. Es ist das Kursangebot. Es ist die Kommunikation nach außen. Es ist das, was ich draus mache. Nicht das, was mein Chef von mir möchte in meiner Tätigkeit. Ich muss Aufsicht machen, sondern das Potenzial. Was mache ich da draus? Ja, wie kriege ich dieses Glas voll? Ja, wie komme ich aus den roten Zahlen in den grünen Bereich? Das ist doch das Ziel, wo wir alle hin wollen. Und da, finde ich, brauchen wir mehr Fokus, ja, mehr Breite in der Ausbildung, dass wir das auch den Leuten von Anfang an mitgeben. Moment mal, es gibt mehr wie nur die Reinigung oder die Aufsicht. Ja. Obwohl es, ich will damit nicht sagen, dass es unwichtig ist.
Aber ich kann ein Jahr schwimmen und ich kann ein halbes Jahr schwimmen. Ja, wir können uns ja drüber streiten, wie man das anders regelt und managt, ja, beispielsweise. Aber ich denke, viele halten sich viel zu viel mit diesem Thema auf. Ja, das ist das Schöne. Man muss, also David und ich, das habt ihr jetzt auch gemerkt, dass wir sind uns nicht immer einig. Und ich habe eine andere Herangehensweise und für mich ist die Herangehensweise vor allen Dingen auch wichtig, dass man, ich gehe an diesen Beruf ran, was hat dieser Beruf Fachangestellte für eine Berufsehre? Ja, also was beinhaltet meine Berufsehre und wo sag ich mir, ist es wichtig, dass ich gewisse Fertigkeiten habe, die diesen Beruf auch rechtfertigt? Ja, und da bin ich, glaube ich, also in der Ausbildungsinhalte, wenn es um die Technik geht, voll bei dir, weil das gehört auch dazu, weil das hat dann nämlich auch was mit Berufsehre zu tun, wenn ich eben nicht wegen der Glühbirne jemanden holen muss, sondern weil ich es selber kann. Nichtsdestotrotz ist dieser Beruf und diese Berufsgruppe nun mal einfach sehr mit Wasser verbunden. Ja, und dieses Inhalt des Wassers bedeutet einfach auch, dass man schwimmen kann. Ja, und das sind Punkte, wo ich sage, dass man vielleicht bei Leuten den Fokus drauf hat, weil es Leistungsschwimmer sind und sowieso schon schwimmen, wie die, im Endeffekt, wie Poseidon, ist das eh klar. Aber für die Leute, die es eben nicht können, wirklich diesen, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, hey, es hat auch was damit zu tun, dass ich gewisse Elemente kann. Jetzt kommt der große Übertrag in der Hinsicht in die Prüfung, wo ich mir dann überlege, ist es das wirklich wert, dass jemand durchfällt, der 300 Meter schwimmen in 8 Minuten nicht schafft, dafür aber ein hervorragender Fachangestellter ist im Bereich, ja, wo eigentlich dann Elementare sind, ja. Und da bin ich bei dir, wo man echt einfach auch an euch da draußen wegen der Neuordnung wirklich auch gucken muss, sind diese Sperrfächer noch zeitgemäß? Stimmen das noch? Passt das noch? Und ich glaube, wenn man das mal so in die Runde reinfragen würde, was Prüfungsteilnehmer von Sperrfächern halten, ja, dann, glaube ich, ist die Meinung relativ klar, ja. Für uns, für mich ist nur klar, was für einen Bezug hat ein Sperrfach, ja. Und für mich ist ein Sperrfach eigentlich das, dass ich sage, ich habe eine Schlüsselqualifikation, die ich nicht erfüllen kann, ja. Wo ich einfach dann sagen muss, okay, es geht halt nicht, ja. Und dann kann ich da nicht mehr arbeiten. Was übrigens interessant ist, jetzt nehmen wir mal an, du fällst wegen der Kombiübung durch. Ja. Ja, das heißt, du musst nochmal ein Jahr hinten dranhängen, aus 3,5 Jahren werden 4,5 Jahre, aber du arbeitest im 4. Jahr als Rettungsschwimmer. Völlig Banane. Ich arbeite dafür, wo ich durchgefallen bin und darf das andere, wo ich gut bin, nicht machen. Genau. Richtig, richtig. Wer definiert überhaupt, dass 300 Meter Klamottenschwimmen das Maß aller Dinge ist? Warum nicht 400? Warum nicht 600? Warum überhaupt? Ne? Also klar, irgendwo müssen wir auch festlegen, okay, du musst was nachweisen können, damit wir sagen, okay, du bist FAB. Aber das kann man mit Noten belegen. Kann man mit Noten belegen. Oder ich sage einfach, ich nehme diesen ganzen Rettungspart unter eine Note. Und dann machen wir es vielleicht den jungen Menschen auch einfacher, ja, die wirklich Probleme haben, dass sie sich ein bisschen ausgleichen können. Ja, und gerade im Fachkräftemangel, der wahrscheinlich nicht morgen zu Ende sein wird, sondern der demografische Wandel, der ja noch Jahre dauern wird, der einfach hier Antworten braucht. Und nicht alte Meinungen, die sagen, das habe ich gemacht, das müsst ihr auch machen. Und daran scheitert es. Und das meinte ich damit, dass wir unseren Fokus in einer Neuordnung vielleicht woanders hinlegen sollten, diese Debatte um diese Sperrfächer endlich mal klar festlegen, alle gemeinsam. Und dann zu sagen, lass uns um die wirklich wichtigen Dinge mal diskutieren. Ja. Und da gibt's genügend. Wir hatten das Thema Technik erwähnt. Was fällt dir noch ein? Besucherbetreuung, ein absolutes, hey, hallo, das sind unser Kapital. Man sagt immer, das ist immer ganz interessant, wenn meine Leute irgendwann sagen oder wenn man das immer wieder mal hört, wenn dann unsere Badegäste reinkommen und sagen, ich bezahle dein Gehalt. Ja, wo dann gesagt wird, ja, du zahlst nicht mein Gehalt. Doch, tut er. Zu einem ganz kleinen Teil tut er das, ja. Und das sind, glaube ich, einfach Punkte, wo ich sage, ja, gerade Besucherbetreuung ist ein großer Punkt. Wir haben nun mal einfach mit Menschen zu tun. Auch, ich kann eine Pumpe mal anschreien, überhaupt kein Problem, aber irgendwann mal kommt vielleicht der Techniker, dann muss ich mich mit dem beschäftigen. Aber sonst hat unser ganzes
erstmal anfangs Fachangestellten für Bäderbetriebe da sein, wirklich damit zu tun, dass Menschen zu uns ins Bad kommen, die betreut werden dürfen und müssen oft. Der typische Badegast, wie wir alle kennen, ja, kommt rein, in der Umkleide zieht er sich aus und legt Hirn leider hin und wieder auch ab. Ja. Und das sind oft immer die Probleme, weil genau damit dürfen wir dann im Endeffekt arbeiten. Ja. Mit Fragen, wie will ich liegen, ja, Handtuch, Kind verloren. Oder im Endeffekt, Superklassiker, Kinderbecken, der Bruder passt drauf auf, der Bruder ist 8 Jahre alt, die kleine Schwester 5 Jahre alt und Mama ist im Endeffekt beim Kaffee trinken um 3 Ecken. Also Gefahrenquellen, Gefahrenpotenzial zu erkennen, wie funktioniert im Endeffekt das Bad, habe ich einen Blick für den Raum, ja? Erkenne ich mit einem Blick, hey, okay, was ist da? Ist das, was da ist, im Großen und Ganzen, gibt es Gefahren, die in aufkommen? Wenn ein gewisses Jugendgruppendasein ist, ja, auf welche muss ich dann mal Fokus legen? Eine kurze Anekdote dazu, wir haben bei uns einen Hauptkommissar, der mit bei uns arbeitet, mittlerweile in Rente, ja, das war immer super. Wenn du mit Haro Dienst hattest, total geil, ja, weil Jugendgruppe rein, Haro raus, Jugendgruppe wieder raus. Also sind Elemente, die manchmal sehr schön sind. Dahingehend, aber das sind, glaube ich, einfach auch wirklich elementare Sachen, sich mit mir selber auseinanderzusetzen, ja, und zu wissen, hey, wer bin ich, ja, was sind meine Emotionen, ja, wie gehe ich mit Menschen um, was bieten mir Menschen, wie funktionieren die, ja, und das wird viel zu wenig gemacht, ja, also ich stelle nachher gerne mal die Frage, wer hat schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht, wer weiß denn, wer er wirklich ist, was sind denn seine Stärken, was sind seine Schwächen, das ist so ein typisches Bewerbungsgespräch. Diskussionen, ja, oder Fragen. Hey, was kannst du gut, was kannst du schlecht? Ja, aber nicht nur das, sondern was kannst du innerlich und was kannst du gut nehmen? Was regt dich voll auf? Ja, eben genau damit auch mal zu leben und zu arbeiten. Unsere Kritiker aus den Social Medien, die ältere Generation, die würden jetzt sagen, stell die bei 5000 Leute mitten rein, dann weißt du, was deine Stärken und Schwächen sind. Ja. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Richtig. Ja, einfach, da wir präventiv auch schauen müssen. Ich denke zum Beispiel, ist denn die Rettung wirklich so wichtig, als die Arbeit zuvor, den Blick zu haben, auf was achte ich denn? Wie empfinde ich die momentane Lage, ja? Diese Energie, dieses Energiebild, ist es wuselig? Kann ich das wahrnehmen? Ja? Sehe ich es präventiv, dass ich gar nicht reinspringen muss? Und das bezeichne ich als diesen Beruf. Ja. Wenn es dann passiert, na klar, dann muss ich in der Lage sein, das durchzuziehen, die Person zu retten und die Rettungskette einzuleiten. Purple. Aber es geht doch um davor. Das ist doch der Beruf, nicht das danach. Nein. Ja? Und das ist der Punkt. Und ich glaube, das bringt es auch auf den Punkt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Dinge, die eigentlich reinkommen sollten, dann kann ich immer nur auf das Raute-Prinzip verweisen. Raute-Prinzip. Jetzt hat er was rausgehauen. Ja, wir müssen das Ding breiter machen. Warum? Weil die Menschen auch viel breiter werden. Ja? David, kurzer anderes. Was ist das Raute-Prinzip? Das Raute-Prinzip ist meine Lösung für das zukünftige Berufsbild im Ansatz und ich denke, unser ausformulierter Plan für die Zukunft. Ja. Ja? Wir gehen gar nicht weiter darauf ein, weil das gibt noch einen ganz eigenen Podcast, ganz sicher. Wir werden uns damit auch nochmal auseinandersetzen. Ja. Heute Thema Ausbildung. Ja. Wir sind nicht alleine. Ja. Jetzt wird's heiß da hinten, ja. Also, wir haben im Großen und Ganzen hier natürlich ganz viele Leute mit dabei. Wir stellen ganz gerne jetzt einfach mal den Podcast auch dazu zur Verfügung, einfach mal wirklich mit Leuten darüber zu sprechen. Ausbildung, ja. Was bedeutet das für euch? Also, ich würde sie definitiv nochmal machen. Ich habe sie auch aus freien Stücken angefangen. Und in meinem Betrieb ist so, die, schreiben nicht aus für die Stelle oder machen Werbung. Ich bin durch meine große Schwester auf meinen Beruf gekommen und ich bin ziemlich glücklich hier und würde es auch definitiv nochmal machen. Also ich habe mir oft gefragt im Sommer, was mache ich da eigentlich? Aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt denke, ja, ich würde es nochmal machen auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen macht mir Spaß.
Also klar gab es immer wieder Momente, wo man dann vielleicht nochmal drüber nachdenkt, war es jetzt das Richtige, aber im Endeffekt würde ich es auch jederzeit wieder anfangen, weil du einfach diese Vielfaltigkeit hast, weil du einfach eigentlich alles machen kannst und dich auf irgendwas früher oder später spezialisieren kannst. Also bei mir war es ja eigentlich mehr weniger Zufall, dass ich überhaupt die Ausbildungsstelle gefunden habe, aber ich habe, seitdem ich hier quasi jetzt damit angefangen habe, sehr viel Spaß damit. Und ich würde definitiv diese Ausbildung nochmal von neuem anfangen. All die Sachen, die ich gemacht habe, sind einfach, machen mir einfach Spaß. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, sagen wir jetzt mal eine Hecke schneiden. Meine Hände erholen sich immer noch davon. Und natürlich Schränke putzen, solche Aufgaben sind natürlich nervig, aber ehrlich gesagt, sie drücken nicht den Spaß daran, dass ich das erste Mal zum Beispiel unsere automatische Lüftung auseinandergebaut habe oder eine Klappe auseinandergebaut habe oder ähnliches, wo ich einfach herausgefunden habe, wie überhaupt die Mechanismen eines Bades funktionieren. Und deswegen, ich würde definitiv die Ausbildung nochmal machen, hätte ich die Chance dazu. Per se, ich würde sagen, definitiv ist sie noch sehr zeitgemäß. Ja, wir benötigen diese Ausbildung definitiv jetzt zu dieser Zeit. Vor allem, wo wir jetzt nach den ganzen Krisen kommt ja jetzt die neue Nichtschwimmerwelle auf uns zu. Und da ist unser Beruf definitiv sehr wichtig und ist definitiv noch den Zeiten gerecht. Ja. Also ich würde sagen, die Ausbildung ist weder modern noch veraltet. Ich würde sagen, sie ist festgefahren. Es ist ein Berufsbild, das unweigerlich notwendig ist, um Altersvorsorge oder Jugendbildung zu schaffen, da Schwimmkurse wichtig sind und aber auch die Bewegung im Alter im Wasser hervorragend ist, weil das gelenkschonend ist unter anderem. Wenn es den Beruf nicht geben würde, dann würde man so viel mehr Personalaufwand benötigen, weil wie in beispielsweise kleineren Bäden dann 1000 Techniker kommen müssten für jedes Spezialgebiet statt eine Fachkraft, die eigentlich alles irgendwie managen könnte, wenn das denn gelehrt werden würde. Denn viele kleine Aufgaben also wir haben die Ausbildung jetzt noch nicht komplett abgeschlossen, aber viele kleine Dinge fehlen einfach. Wenn jetzt ein Schaltschrank nur ein Steckerlose ist, dann können wir das gar nicht beheben, das Problem, was eigentlich sinnlos ist. Deswegen ist eine festgefahrene Ausbildung, wie im deutschen Bürokratiesystem einfach hängen bleibt, so wie vieles. Deswegen muss man da einfach mal sorgen, dass es wieder ein bisschen aktualisiert wird. Ja, also ich finde die Ausbildung eigentlich sehr modern, so was wir im Betrieb machen. Aber es wird jetzt an die Öffentlichkeit nicht so rausgestrahlt, dass sie modern ist. Also es wird ja, wie wir vorhin gehört haben, Ausbildung, danach ist man Fachangestellter und dann kann man auch Meister machen und das war's. Aber so was wir im Praktischen erleben, ist eigentlich schon sehr modern. Nur die Menschheit oder die meisten Leute wissen einfach nicht, was genau hinter diesem Beruf steckt. Also gerade was so Sachen wie Wiederbelebung oder so angehen, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist einfach wirklich wichtig, weil im Ernstfall entscheidet das halt einfach wirklich über Leben und Tod. Also ich weiß nicht, wie das dann genau umsetzbar wäre, aber ich finde zum Beispiel sowas wie Befreien, also Befreiungsgriffe oder so, das kriegt man ja, muss man zum Beispiel für den Silberschein, muss man das einmal gemacht haben, aber im Prinzip ist das auch nur so, okay, ich habe gesehen, du hast irgendwas gemacht. Das ist ja in der Ausbildung überhaupt nicht der Fall. So, wir sagen ja meistens, okay, wenn eine Person ertrinkt, lässt man sie so fast untergehen und dann rettet man sie erst. Aber sowas ist nicht der Fall oder wir haben auch sowas wie Umgang mit Rettungsmitteln, sowas wie Bojen oder zum Beispiel bei uns im Strandbad haben wir auch so ein Board und da gibt es auch so Rollen, wie man Leute aufs Board aufkriegt. Also diese ganzen Rettungsmaßnahmen, die werden eigentlich in den Prüfungen komplett vernachlässigt und dafür muss ich viermal irgendwie einen halben Kilometer schwimmen, wo ich mir denke, ich habe ein 50 Meter Becken. Ich springe rein, mache einen Armzug und dann bin ich schon bei, also für was? Also ich bin da derselben Meinung, definitiv Ersthilfe muss ein Schwerfach bleiben, vor allem sowas wie die HLW für 5 Minuten und der Block da, um halt zu zeigen, ob der noch lebt oder ob der bewusstlos ist oder ähnliches, weil das ist einfach Grundkenntnisse, wenn man sowas nicht drauf hat, dann kann man ja einfach kein Ersthelfer sein oder halt kann man halt die Ausbildung definitiv nicht weiter ausführen. Bei den Schwimmen würde ich vielleicht sogar noch dazu nehmen, sowas wie jetzt vielleicht noch der 100-Meter-Sprint muss jetzt sich, also quasi, es gibt ja diese 4 verschiedene Übungen, die dann insgesamt zu einem Sperrfach werden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Das war 100-Meter-Sprint, der Sprung aus 3 Meter Höhe und so weiter und so fort. Und ich glaube, das könnte tatsächlich vielleicht auch noch ein Sperrfach bleiben, dadurch, dass da viele einfach Schwimmkenntnisse drin aufgenommen werden, die einfach auch ziemlich basic sind, um Leute aus dem Wasser rauszuziehen und zu retten. Also ich finde schon auch,
so die Prüfungsinhalte, aber man könnte es ein bisschen lockerer sehen. Also gerade dieses Kleiderschwimmen, dass man da wirklich, dass es ein Sperrfach ist, dass wenn ich das aufgrund von, was weiß ich, ich fühle mich an dem Tag nicht ganz so wohl und schaffe diese 300 Meter nicht in der Zeit und deswegen muss ich ein Jahr wiederholen, dass man da ein bisschen das, sag ich mal, lockerer sehen könnte. Auflockert, dass es halt trotzdem Prüfungsinhalt ist und viele Punkte gibt, aber nicht gleich heißt, okay, du fällst durch, wenn du das nicht schaffst.